Ja, da ist Stari. Und in dem Video zeige ich einen Quicktip, wie man auf Instagram Fotos vom Computer herunterladen kann. Ich benutze seit einem Jahr ungefähr das Instagram. Da habe ich immer nach einer Möglichkeit gesucht, damit ich nicht nur mit dem Handy fotografieren muss. Wo man die Fotos, die jetzt nicht mit dem Handy, sondern mit dem iPhone, also mit dem iPhone beispielsweise gemacht hätte, mit der normalen Kamera, mit der Nikon D7000 oder mit der Canon gemacht habe, vom Computer hochladen kann, und habe dann immer gesucht und gesucht und bin dann seit kurzem auf ein Video Tutorial vom Stefan Petri von PSD Tutorial gestoßen. Ja, der Stefan Petri kenne ich schon eine Zeit lang. Der betreibt in Deutschland das PSD Tutorial mit seinem Bruder. Und ja, in dem Video bin ich dann schlussendlich fündig geworden. Ja, also wenn man Instagram offen hat, schaut es, egal ob es am Computer anschaut oder am Laptop, so aus. Und wenn ihr ein Bild hochladen möchte, dann geht das hier natürlich nicht. Ich kann höchstens die Bilder hochladen, die ich am Handy gemacht habe. Und wie ich bereits gesagt habe, habe ich dann schlussendlich, man könnte hier zwar über IGTV Videos hochladen, das brauche ich hier allerdings nicht. Mal zumindest im Moment nicht. Bin ich dann auf dieses Video vom Stefan gestoßen, und das so funktioniert es, wenn man dann die Bilder vom Computer hochladen kann, wenn sie auch nicht mit dem Handy geschossen sind. Und zwar folgendermaßen: Ich gehe hier auf Instagram und sehe, ich kann immer noch kein Bild hochladen. Hier sieht man übrigens Sebastian Schweinsteiger. Dann drücke ich STRG, SHIFT und M auf die Tastatur, und am Mac ist es CTRL, SHIFT und M. Und dann geht hier am Mobil. Mobile Funktion auf, die hier nicht aufgeht, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe die falsche Taste gedrückt, drum. Gut, dann habe das hier schon eingestellt. Kann ich hier wählen zwischen Galaxy S9, iPad, oder in meinem Fall habe ich hier das iPhone 6, 7, 8, iPhone Plus wird es noch geben, Kindle. Also das kann ich hier einstellen, wenn ich STRG, SHIFT und M gedrückt habe, oder am Mac dann schlussendlich CTRL, SHIFT und M. Dann könnte ich hier noch die Darstellung einstellen, brauche ich hier im Moment allerdings nicht. Ja, jetzt habe ich allerdings immer noch keine Funktion, um das Handy zu laden und zumindest Foto vom Computer oder vom Laptop hochzuladen. Und was muss ich jetzt machen? Ich muss ganz einfach die F5-Taste drücken, dann wird die Seite neu geladen. Also F5. Ja, jetzt wird es neu geladen. Und jetzt mit diesem Trick, wo Firefox simuliert, dass ich hier ein iPhone 6, 7 oder 8 hätte,
kann ich nur ins Computer, das Bild vom Laptop oder vom Computer hochladen. Wenn ich die F5-Taste, könnte ich alternativ auch hier hingehen und sagen, aktuelle Seite neu laden mit STRG R. Das würde auch funktionieren. Dann habe ich hier dieses Pluszeichen, wo ich ein Bild hochladen kann vom Computer. Und ich sage, ich möchte hier, also ich brauche natürlich kein Checkpad und kein GIF. Beispielsweise das Bild von St. Anton. Ich habe da, war da vor ein paar Tagen in St. Anton. Blauer Himmel. Die haben natürlich viel mehr Schnee als wir, haben allerdings trotzdem hier beim Skilift das Schneekanone. Und könnte jetzt hier, wie gewohnt, weitermachen. Gebe hier einen Titel ein mit entsprechenden Hashtags und sage dann hier teilen. Also das war mein Quick-Tipp zum Fotos auf Instagram vom PC oder Mac hochzuladen. Bis zum nächsten Video von mir. Tschüss.